So, weil ich oh, da der Server ist da. Alle schnell einloggen, Leute. Ja, ist denn alles jetzt auf dem Parasail gewesen? Meine Wenigkeit? Sieht ich war dabei. Morgenhofen ja. Und Bugs, ne? Ich war da, ich war nur auf einem Raptor. Okay, dann bleib ein bisschen bei uns, lauf ein bisschen vor uns und ein bisschen lotsen, sieh dir, das ist wichtig. Ja, das Vieh ist der Ratze. Oh, ist der Paras sehr schräg. Voll schräg. Ton mal noch ordentlich machen. So, okay. Klingelingeling, hier kommt der Munimann. Der Munimann. Ich bin da. Juhu. Ja. Alter, das ist voll die Schickung hier, guck mal, wie schräg das ist. Maulwurf steht auf dem Geschütz. Du müsstest deinen Dämon noch wieder aufheben. So, ich laufe durch. Nee, Spaß. Ja, wo ist er? Unter dir. Schnell! Der sitzt auf dem Geschütz. Kann ich abschalten. Der Dino wird jetzt das Geschütz schießen. Ja, der trifft besser als der Maulwurf. Sieht bestimmt geil aus. Ja, so total unkontrolliert. Da kriegt er deine nächste Aufgabe. Sag mal, kann man mit E nicht absteigen? So, wer fehlt denn jetzt noch hier? Sind alle da? Kanonschießender Demo, oder? Hat irgendwie geleckt, kann das sein? Das hat geleckt, ja. Ach, deswegen. Okay. Das hat cool. Also ich hab den jetzt, Maulwurf. Ach nein, ich hab schon... Ach, das ist doch doof. Ich hab schon wieder diesen Anzeige-Bug. Ich bin langsam dran gewöhnt. Ich glaube, du solltest dich einfach immer in einer anderen Zone ausloggen. Okay, da muss aber irgendeiner anders nachkommen. Irgendeiner muss das Geschütz steuern. Scheiße. Vielleicht, Maulwurf, du kannst doch den Raptor nehmen, wenn du willst. Ja, wo bist du denn? Genau. Ja, lauf einfach Stufe hoch. Nach oben. Okay, wir kommen zu dir, sieh dir. Also Maulwurf, dann es geht jetzt darum, dass wir die Titanen, Lutz hat dann rausgefunden am Ende letzter Session, wo die sind. Halt. Und die ahnen jetzt nicht damit, dass wir zu denen kommen. Und wir versuchen die abzufangen mit dem Parasair. Ja. Lass mich mal kurz aufstellen. Kommst du nicht die Rampe hoch, ja. Ah, die ist ja, ein bisschen zu schräg. Der Titan ist ja pink. Was vergessen? Du kannst weiterlinken. Also. Ja, ich muss erstmal wieder rauf. Wie kannst du dein eigenes Werk vergessen? Das war nicht ich. Also die stehen noch mit dem Titano auf der Rampe. Sehr gut. Sagen, er hat übersteuert beim Steuern. Also ich sag schon mal vorab auch an die Zuschauer, ich bin ein bisschen erkältet. Ich versuche das dann nach Produktion so gut wie möglich wegzubekommen, aber mal gucken. Links rum. Links. Ja, okay. Ich wollte halt erstmal ans Land rüber. Ich bin nicht so gerne im Sumpf, weißt du? Ich hab da mal so. Mit dem Titano wir müssen langsam hier wieder rückwärts die Rampe runter. Ich hatte da mal ein ganz schlimmes Erlebnis irgendwie. Wir müssen da vorne rück aus dem Sumpf. Maulwurf, pass auf die kleinen Krokodile auf. Und sollen wir es jetzt schaffen, die Titanen zu besiegen? Kann ich hier oben langlaufen? Dann haben wir sie besiegt. Dann wird unsere komplette Kolonne dann quasi den Marsch ansetzen. Also der Todesstern von Mo, dann der andere Paraseer und als auch der Titan und so werden wir dann alles in Bewegung setzen. Ich glaube, die sind gerade die Klippe runtergesprungen. Echt? Da unten? Jetzt wieder rechts rum. Ich brauche Stamina, Moment. Ach du Scheiße, hier ist dichter Wald, hier muss man ein bisschen aufpassen. Obwohl, du kannst noch ein bisschen links. Stamina. Ich glaube, da kommen wir noch vorbei. Jo, die sind mit dem Titano runtergesprungen. Wohin denn? Na, wieder da, wo sie vorher waren. Okay, naja, ist doch nicht so schlimm, kann man doch auch mit dem Parasail hin, oder? Sonst willst du dir nicht mal irgendwas anziehen. Ich hab nix. Ja, bleib mal kurz stehen. Kann jemand Dutzend Compounder geben und Pfeile oder so? Jetzt guck mal hier, der ist ja auf dem Ratter, da ist der ja. Ich hab auch noch einen zweiten Compound, wo ich hau einen Parasail. Ist mir runtergefallen. Ich hau einen Parasail noch einen Compound rein. Hier ja. Ist, Anziehsachen sind hier im Parasail, hatte ich extra reingetan hier für. Okay. Eine Notfälle. So, Lutz, ich hab dir erstmal 75. Das Absteigen muss hinten, unten nach. Hinten ist eine Tür. Ich hab dir 75 Pfeile und Compound reingeknallt. Ich geb dir noch eine Sniper, okay. Hier ist die Tür hinten. Am Popo hinten. Ist denn da eine Tür? Alter. Lutz, hinten. Train. Da wo es immer ist. Duck dich mal. Ey, du bist jetzt schon dreimal dran vorbeigerannt. Ja, wo denn? Ja, du kannst hier. Alter. Hier ist die Tür. Hier. Oh. Hier, Lutz. Ach, das da unten. Okay. Ja, wo denn? Eine Tür ist ganz oben in der dritten Etage, damit man unten reinkommt. Chill. Sehr gut. Titan kriegt Schaden. Ja? Ich war mir gerade nicht ganz sicher.
Weil wir es beide gehört haben, dann ja, anscheinend schon. Okay, dann seid ihr sehr gut. Aber nicht hinten hoch. Ihr müsst auf jeden Fall dann schnell den zweiten Paraser bemannen und zum Verteidigen, weil das geht ja, auf jeden Fall erstmal besser. Kriegt. Jetzt zieht ihr auch schnell was an, ne? Ja, sehen das wollen wir auch gehen. Ne. Okay. Let's go. Sind die in der Höhle hier, oder was? Ne, die sind halt durch die Höhle durchgelaufen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sie mittlerweile auf der anderen Seite hochgelaufen sind. Da ist der mit den Kängurus vor uns. Ja, ich sehe ihn. Da wäre es gut, wenn Maulwurf dann mal ein bisschen vorläuft und den Titan erspäht oder Lan oder so mit dem Frosch. Ja, der Raptor ist leider nicht so schnell. Jo. Ja, aber der Frosch, oder? Ist ein bisschen schneller. Ja. Wo ist denn Lan gerade? Jo, ich bin noch oben auf der Rampe, bin nicht mit runtergesprungen. Ich habe noch zwei Spieler von denen gefunden, die lagen da herum. Und Lutz, hab dann ein bisschen Zeug für dich. Okay. So, wie soll ich denn jetzt laufen? Ich denke mal, der Titaner, der wird schon auf der anderen Seite hochgelaufen sein. Okay. Ja, der wird auf jeden Fall nicht schneller sein als wir. Naja, aber er ist halt leicht schneller. Wir sind nur leicht schneller, das dauert ewig, den dann einzuholen. Warum wollte ich den ja abfangen eigentlich? Ja, Lutz, der ist mal nicht gestorben. Ja, willst du machen? Wenn du so einen Nachschlag dran hast, dem kann ich nicht davonlaufen. Gut, wer wenn, gut, wer, wenn Lan da mal den finden würde, den Titan? Jo, ich such mal. Da vorne ist der Spieler mit dem Känguru. Wo? Welcher Seite? Ne, geradeaus einfach nur, da war ein Känguru gewesen. Ich hab kein Stamina mehr. Jo, lauf weiter. Stamina! Also hier ist auf jeden Fall schon mal Mammut, das haben sie vergessen. Ja, da schießen sie unsere Tour, jetzt ist dumm leer. Ja, das ist ratzfatz tot. Ja, lauf einfach weiter. Ich treff das Ding schon wieder nicht, das Mammut. Wir sollten das lieber nicht töten. Ja, eigentlich nicht. Plattform siehst du wieder normal, oder? Bitte? Die Plattform siehst du wieder normal, oder? Nee. Nicht? Nee. Ich verstehe auch nicht, warum du der einzige Mann mit den Kraftwachsen hast, bist, ne? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, woran das liegt, das würde ich gerne mal wissen. Also bei mir sind immer die Verkabelungen nicht da. So, wie soll ich jetzt laufen? Da vorne ist er! Oder? Echt? Geradeaus? Geradeaus! Das ist der Ding. Das ist ein Titano. Ist das der Titano? Das ist ja, das sieht schon so aus wie ein Titano, ne? Das ist bleib mal stehen, gucken, ob ich den treffe von hier. Ja, das ist ein Titano. Nee, geh ein Stück näher ran, dann kann ich mitschießen. Ja. Ich spring jetzt ab. Das sieht aus wie ein Titano. Ja. Mammut ist auch noch dran. Und dann halte ich irgendwie bereit abzudrehen, die werden vorwärts laufen gleich irgendwann. Okay, kann losgehen, oder? Ich drehe mich noch. Jo. So. Okay, vorher. Nee, warte mal, ich drehe noch. Triffst du so, Lutz? Hier, wir müssen Mammut auch noch. Nur ein bisschen weiter rechts und ein bisschen weiter nach oben. Der bewegt sich nicht. Oh, sieht gut aus. Jetzt. 47.000 Schaden. Läuft los. Der läuft. Lauf weg. Ja, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Jetzt. Jetzt haben wir unsere Pflanzen getroffen, glaube ich. Auf den T-Rex, erst auf die kleinen Tiere, Leute. Hier, pass auf. Hast du gewappt genug? Nee. Schön wäre, du würdest rennen gehen und nicht rennen. Ja, aber ich will, dass der T-Rex auf Distanz bleibt. Ja, okay. Ich versuche ihn abzulenken. Ich seh euch. So, ich muss ein bisschen drehen, sonst fallen euch runter. Rechts ist ein Frosch, hat das Lan. Ja, hier ist eine Falle. Schieß auf den T-Rex, Lutz. Ich treff den T-Rex nicht, ich krieg keine Hitmarker. Ja, du musst weiter runterzielen. Oh, da ist er schon. Warte. Ich krieg ihn rein. Erst durch die Falle. Ja, ich nehme Raketenwerfer. Ich treff den einfach nicht. Du musst weiter runterzielen. Alter, ich weiß, wie man mit dem Autoturret schießt. Ich krieg keine Hitmarker. Kann ich hinziehen, wo ich will? Du kriegst schon mit dem Ratatat keine Hitmarker. Dann ist alles gut. Okay, rennt weg. So, auf den Titan. Titan rennt weg. Wichtig ist ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber du musst den definitiv da treffen können. Ist ja kein toter Winkel oder so gewesen. Ich meine, kann ja gerne jemand anders versuchen. Also. Du musst genau deine Iron Sight, also das genau
der obere Zacken von dem. Da ist noch ein Bär und ein Paracer. Ich kriege auch ganz klar noch den Hitmarker. Soll mal jemand anders schießen? Wow. Also der. Wie viel. Ist jetzt abgestiegen, Nutz, oder was? Ja. Dann muss aber irgendjemand den Paracer steuern und damit ich MG schießen kann oder so. Ich schieße jetzt gerade mit dem Combo und Bo. Okay, kannst du dann. Das wäre gut. Komm ich jetzt rauf, ohne zu rippen? Ey, schieß du erstmal weiter mit dem MG, das ist jetzt zu risky, jetzt hier zu switchen, Alter. Die sind mal Katapult schießen, nicht? Ja, ich bewege mich erstmal. Ich schieße dann mit dem Bogen weiter. Dann ist jetzt das MG unbemannt. Das ist total dumm. Ich schieße mit dem MG nix, ich verbrauche. Ich schieße Munition doch mal, Lutz. Halt sonst. Dann, nee, dann. Lutz, lass uns tauschen. Ich sag dir Bescheid, ob du triffst. Ja, Lutz, geh auf den Frosch von da. Du bist aus der Range gerannt fürs Katapult. Ich lauf ein bisschen zurück. Auf mich. Okay, Moment. Elan, ich bin neben dir. Ja, warte, ich steig ab. So. Versuch. Ja, ich krieg Treffer ab. Versuch den Typ mal oben weg zu snipern. Okay, ich helf dir. Lan, kannst du dann den Paracer steuern, dann kann ich mal ein bisschen mit dem MG schießen. Okay. Muss jetzt auch schnell machen hier. Ey, da kommen wir nicht raus. Ich komm hier nicht raus. So, warte mal. Ich treff den ein paar Mal. Okay, der bewegt sich, der bewegt sich. Kommt, ey, ich brauch ein paar Piloten, ja. Sobald ihr kleine Dinos seht oder so, gebt Bescheid, okay? Jo. Ja, wenn er so wackelt, brauchen wir nichts ballern. Wow. Bleib ich kurz stehen? Immer wenn es möglich ist, stehen bleiben. Ich muss einfach nur gehen. Ja, oder gehen. Gehen reicht, okay. Ja, dann treffe ich aber auch nicht so gut. Achtung, jetzt aber jetzt laufe, dann lauf auf jeden Fall. Hier, brauchst du einen Rückpanzer? Hab ich nix. Nee. So, ich bleib mal stehen. Ich hab angezogen. Pass auf. Weg hier. Er bleibt im T-Rex. Ich lauf. Alter! Rambo! Stopp! Stopp, komm! Die am Boden schießen, bitte. Drehen nach den, rechts, Alter. Punkt, Mann. Rechtskurve. Dreh? Ja. Richtung Eispalast drehen. Und auf Abstand halten, so ein bisschen, ja. Okay, dreh. Ein bisschen nach links, ja, genau. Und die auf dem Boden, bitte auf den mit dem Katapult ja. Schießen. Stehen bleiben! Ich versuch mal auf die Katapultleute zu ballern. Ja, da komm ich nicht dran. Aber ich glaube, die sind zu weit weg. Ich lauf ein bisschen, treffen wir uns. Ich glaube ja. Nicht, dass ich die treffe. Okay, wir haben auf jeden Fall unsere Strukturen am Schaden bekommen. Ja, 5000. Die kriegen 47.000. Bleib kurz stehen. Ich laufe wieder. Weiter. Vorsicht, dreh ein bisschen. Ja, also muss schneller laufen jetzt, er kommt richtig nah. Der ist zu nah. Der ist viel zu nah. Ich muss sprinten. Auf jeden Fall sprinten. Soll ich direkt was tiefer Bugs? Ich glaube, du triffst. Alter, mach das mal hier mit dem Gewackel. Weiter rennen, Mann! Ich musste kacken. Ah, kannst du dich nicht davor machen? Der ist gefährlich nah, nicht, dass die Tube zum Treffen. Angstschiss. Kriegst du Angstschiss, Alan. Er dreht links. Bleib kurz stehen. Du triffst den Baum. Ich versuche jetzt die kleinen Leute abzufangen jetzt. Sobald die kleinen Dinos sind, Bescheid sagen. Triffst du den noch oder? Ich treffe. Was kommt da? Ankühlung. Okay. Ich habe keine Muni mehr. Der Muni-Mann, wenn man ihn braucht. Ja, stimmt, wo ist der Muni-Mann? Ich spring runter irgendwo. Ja, Moment, ich wollte gerade noch schnell drauf. Die sind mit Fallschirm unterwegs, schießt sie ab. Ja, okay, ich renn erstmal vor. Ja gut. Mit Fallschirm? Unter dir rechts. Sehr schön. Nice. Ich dreh ab. Nicht springen, rennen.
Renn ich spring runter. Andersrum runter. Ja. Okay, jetzt muss ich aber doch mal schnell drauf. Da unten am Boden ist einer. Aber so komme ich nicht hoch. Also die Ramp muss unten sein oder du musst absteigen, eins von beiden. Nice. Ist noch irgendwo einer unten? Ich hab Blast, dann steig ich ab, dann gehst du rauf. Da ist doch eine Leiter an dem Ding. Okay, die sind jetzt geschwächt, da sind zwei von tot. Ich spring hier runter. Moment. So, okay, kann weitergehen. Komm mit. Also ich will noch ganz oben rauf. Nee, du steuerst den Parasol weiter. Ich steuere. Gut. Also, ich macht das Spaß, ich würde gerne auch mal ein bisschen ballern. Hallo, weiterfahren. Jo, lauf. Munition, Compoundbogen nehme ich mal mit, das war's. Was haben wir denn noch Schönes dabei? Okay, dann weiter. Der muss schon gut was eingesteckt haben. Wie viel Schuss hast du noch, Bugs? Das ist nicht mehr viel, der oder? Blutet 15. Ja, okay. Der blutet schon. Aber alle mit Compound-Buttern ist draufballern. Das ist jetzt er hat richtig abgekriegt gerade. Der rennt Richtung Rampe. Dürfen den jetzt nicht verlieren. Der darf nicht zur Rampe kommen, weil wenn der bei der Rampe ist, dann können wir den nicht mehr verfolgen. Wieso das denn? Weil wenn der die Rampe hochläuft und die dann sozusagen parallel an ihm vorbei auch wieder hoch wollen, dann springt er einfach runter auf uns drauf. Okay. Bisschen rechts drehen. Zumindest wenn sie klug sind. Also sie laufen nach Norden. Warum, wenn ich stehen bleiben soll? Warte, ich probiere. Okay, sie sind stehen geblieben. Das war ein Treffer? Ja, ich habe nur noch 14 Schuss, ich muss jetzt ein bisschen sparen. Jojo. Dann laufen wir mal an den vorbei. Der blutet schon gut. Ja. Ist der mit dem Känguru? Wo? Stopp! Wo rennt der? Geradeaus. Haben, tot. Scheiße. Achtung, der dreht weg. Lauf! Jo, ich lauf. Ich treffe den gerade richtig gut mit dem Bogen. Ich bleib stehen. So, auf der vierte ist Technik. Kann schnell schießen. Ich schieße. Ich laufe, meine ich. Ich schieße nicht, ich laufe. Der hat irgendwas getroffen von uns. 1550? Da vorne? Wer wurde getroffen von uns? Ich hab keine Ahnung. Ich laufe. Der kommt wieder. Wir müssen weiter. Der kriegt richtig böse Damage. Das war die letzte Kugel. Compound Bobax. Ja. Ich guck mal, ob ich noch Munition zusammenkratzen kann. Ein Autoturret ist kaputt gegangen von uns, glaube ich. Ich hab die Muni eingesammelt. Nee, das ist kein Autoturret von uns gewesen. Nee? Okay. Nee. Ich hab noch einen Compoundbogen gerade gelootet, wenn einer braucht. Immer weiter konstant schießen. Die haben kein Sammeln mehr, so wie es aussieht. Da unten ist am Boden einer. Unten am Boden? Bei dem Titan oder wo? Ja, ist tot. Ist tot. Okay, nice. Gute Arbeit. Achtung. Oh, ich hab den Bär getroffen. Komm, du fährst ja, die Turbos machen das. Ja. Ich würde gerne mit dem Raketenwerfer mal drauf schießen, ey. Ja, die haben einen Turbo zu. Ich ja, leider. Yay! Ja! Oh, das sieht gut aus! Nein! Und wer wart? Beams! Sauber! Wow, ich hab einen Zeit getötet! Hol den, da ist nice. Parazer, Achtung! Den Parazer ran! Für die Turrets zur Verteidigung. Jo. Wo ist Parazer von dem Gegner? Das ist unser Parazer. Oh, Alter, sieh dir. Wie der jetzt von der anderen Seite kommt, das hab ich echt nicht erwartet. Achtung, der Bär. Ist das, ist der wild? Ja. Jetzt will jemand was zu trinken dabei. Alter Schwede. Sind da noch irgendwo Spieler von dem? Dürfte eigentlich nicht mehr. Ja, das ist klar. Wenn man rosa Ausrüstung findet, die war von mir. Also besser lief das auch nicht in meiner Fantasie ab, muss ich sagen, hier gegen die. Gut. Das war richtig gut gewesen. Ja. Oh, sie war doch so schlank. What the fuck und sexy. Was? Okay. Ja, weil wie hießen die? Sexy Annegret war das gewesen, der Titan. Ey, wir haben sexy Annegret. Unsere ist schlank und sexy und pink. Nee. So, hier ist eine Turret-Muni, können wir dann gleich hier in die manuelle hauen. So gut, Leute, das ist jetzt Finale. Zwei Leute sind noch da, mit uns. Irgendjemand hat Raketenwerfer geschossen. Was war das? Komm mal mit dem Titan auf die andere Seite, da ist irgendwo ein Spieler. Da, mit einer Reh.
Richtung Eishöhle. Richtung Eishöhle. Der ist jetzt hinterm Stein. Warte, ich geh mal auf hier den Raptor. Hier ist Metall. Wollen wir Metall mitnehmen? Nee, oder? Der Raptor? Da hinten ist der Raptor. So pures Metall. Hier sind... Vorne. Hier sind so 3000 pures Metall. Wollen wir das? Nee, oder? Also einen Boulder habe ich gefunden. Einen Badass-Boulder. Oh, schade, dass wir nicht mit dem Titan hier sind, ey. Da könnten wir jetzt die ganzen Säcke looten. Leichter. Fabrikator, ich wollte ja gerne mal. Ich wollte ja gerne mal einen Fabrikator reinschauen. Wie lange dauert das, bis der fertig ist? Oh, da oben in der Luft sind noch Sachen. Minigun-Turret hatten sie auch gehabt. Ja, das ist schade, dass da oben. Ich wette, da oben sind die. Achso, wie. Sieht sich einfach hoch. Jo. Oh, hier ist Metall ganz viel. Okay, im Fabrikator ist leider nichts drin, ne? Was für also cool ist. Der Raptor, der knabbert lange dran. Das Metall brauchen wir nicht. Hier kommt der Eiermann. Was? Ich fall wieder runter. Schade, ich dachte, ich kann auf dem Sattel stehen. Oh mein Gott. Ah, hör auf. Wieso? Treffe ich dich? Hör auf. Bist du getroffen? Lass den Alter! Finger aus der Kanone! Vor allem die Finger aus der Kanone, Alter. Nimm die Finger aus dem Loch! Lass den Muni-Mann nicht abschießen. Er bringt sonst die Muni. Ey, ich trau dem nicht, wenn der auf dem Turret sitzt. Ja, echt mal. Sieht von außen voll lustig aus, oder? Wenn man so am Rad dreht. Ja. Das fand ich immer so lustig, wo wir. Weil von dem Parasite sehe ich das immer von hinten, so, wenn wo der Lan da irgendwie mit dem Ding da rumwackelt. Oh nein. Egal. Verrufen. Hast du noch mal in die Mofa verloren? Mhm. Okay, ich sehe den nicht. Aber das lief echt gut, ey. Das ist so richtig schön. Das war auch mal von der Organisation ganz cool gewesen, so, weil auch sofort die Ansagen, da sind Spieler, dann schön die Spieler weggeschossen, dann auch erst auch die kleinen Dinos und so. Das war gut gewesen. Mich würde mal interessieren, warum ich mit dem Autogun-Turret keine Hitmarker gekriegt habe. Ja, Trackball wahrscheinlich. Ich glaube, das war Chris, der hat eingestellt, dass du nichts mehr triffst. Ja, genau. Glaube ich auch. Hast die Chris-Krankheit hier. Ich finde halt auch gut, dass Kitty dir die Bärenfalle mitgenommen hat, ey. Oh ja. Den Rex, das war echt gut. Ja, ach so, stimmt. Da hat er sich verfangen, ne? Mhm. Richtig nice, Alter. Diese hat geklappt. Ja. Meine Taktik. Ja, also, Lutz, ich hatte ab und zu auch keinen Hitmarker. Aber es ist auch ein bisschen strange, mit dem Ding zu zielen, weil man zielt irgendwie nicht so, wie man denkt. Naja, ich habe halt, keine Ahnung, 200, 300 Schuss auf den T-Rex gegeben und es kamen halt auch keine Zahlen, weißt du? Und der war halt dicht genug dran, dass du die Zahlen, also ich habe die Zahlen von euch gesehen. Dann hast du nicht getroffen. Und, aber ich habe das, ich meine, es war unmöglich eigentlich da vorbeizuschießen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das halt irgendwie mit der Hitbox von dem eigenen Paraser tun hat. Naja, nee, weil du hast nach hinten geschossen, da ist keine Hitbox im Weg. Ja, also ich glaube eher, dass du nicht getroffen hast, dass du auf Metall geschossen hast. Aber man laufen wir nicht umweg gerade. Weil wie Beam schon gesagt hat, man trifft nicht so, wie man denkt. Und deswegen treffe ich immer, weil ich nicht so denke. Klar. Man hört. Alter. Wie muss man denn zielen? Lutz, ich glaube, das war ein komisches. Ich habe halt auch schon so ein bisschen das Gefühl, muss man das, also das sind ja diese drei Striche, die, wo man denkt, man muss. Unter der oberen Spitze, glaube ich, ist das. Genau. Also du kannst die Striche links und rechts kannst du ignorieren. Ja. Du nimmst nur den oberen Strich, und zwar direkt, wo die Spitze halt anfängt. Ach da! Ja. Na, weil das ist nämlich komplett anders dann, ne, wie man zielt. Naja, das habe ich aber genommen. Und der T-Rex, der war halt auch recht dicht dran. Also das war eigentlich unmöglich, dass ich... Also ja, jetzt die ganze Kanone war mit T-Rex voll. Ja, Lutz, man kann halt nicht alles gut können. Aber das auf dem Paraser zu schieben, finde ich halt nicht richtig. Gar nichts dafür. Oh Mann, ey. Ja. Da war einfach, der Server hatte so verkraftet, es war desync. Ja, das war einfach, du hast zu gut geaimt. Das konnte der Server einfach nicht berechnen. Dieses Aiming. Diese 100%-Quote. Ich glaub, so da ist auch ein Update für deinen Trackball rausgekommen. Ja, eigentlich müssen wir Lutz eigentlich erstmal irgendwie Hersteller anschreiben, ob die Bock irgendwie noch Trackballs herstellen, wofür man Werbung machen könnte. So. Sehr gut. Trackball Arc Edition. Trackball Lutz Arc Edition. Oder wir machen das mal, ich komme mal rum mit meinem Trackball und Beam muss mit Trackball spielen. Das wäre ja so lustig. So beim Lauf des Fittes mit Trackball spielen, ey.
Als erstes lässt ihn versuchen, eine Pizza zu bestellen. Wollte ich gerade sagen. Wie würde verhungern? Habe ich das schon mal erzählt im Let's Play? Ja, ja. Ja? Im Let's Play weiß ich nicht. Ja, also wie auf halt für diesen nicht gehört haben, wo ich mal bei Lutz war, am Trackball sollte ich Pizza bestellen und hab's in 20 Minuten nicht hinbekommen, bei bestem Willen mit dem Trackball eine Pizza zu bestellen. Weil ich damit nicht navigieren kann. Ja, ja, ja. Und Lutz snipert damit, ey.